So, noch ist 10.06. Nochmal Update. Nein. Uns ist ja heute gerade was aufgefallen. Wir schreiben gerade mit jemandem aus Deutschland, mit Katja, hallo. Bei uns ist es im Grunde genommen taghell, um 0 Uhr. Jetzt haben wir es gleich 0 Uhr. Und wir werden den Rhythmus vermissen. Also uns ist aufgefallen, dadurch, dass wir jetzt die letzten 2 Tage hier so lange am Feuer sitzen, am Shelter sitzen und die Nacht genießen oder manchmal sehr schön nachts losgefahren sind. Wir sind ja hier in Region. Teilweise, da wird es nicht dunkel. Also da wird es nicht dunkel, sagen wir es mal so. Es wird einfach nicht dunkel. Es ist einfach immer hell oder die Sonne geht gleich wieder auf. Also irgendwie ist es halt so hier. Und wir haben halt auch den Rhythmus verloren, abends so, sag ich mal, um 22 Uhr müde zu sein und zu schlafen, weil wir einfach so die Zeit genießen, weil es einfach hier keine Rolle spielt, wie spät es ist, wenn du sowieso keine Termine hast, arbeiten musst oder sonstige Sachen. Du musst auch einkaufen und hier Bier holen. Dann brauchst du gewisse Zeiten, weil hier gibt es ab, keine Ahnung, Samstag glaube ich 18 Uhr oder 20 Uhr kein Bier mehr und in der Woche, nee, in der Woche ab 20 Uhr kein Bier mehr und am Samstag um 18 Uhr schon kein Bier mehr in der Kaufhalle. Dann dürfen die es nicht mehr verkaufen. Die Kaufhalle hat aber bis 23 Uhr offen. Und das war gestern so der Fall. Ja, aber wir fahren jetzt demnächst zurück. Wir haben heute beschlossen, dass wir morgen hier abreisen. Von unseren Gastgebern, weil die fahren ja auch am Freitag nächste Woche. Und wir waren jetzt eigentlich die ganze Zeit hier in der Nähe und haben halt unsere Sachen hier gehortet und sind auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das machen durften, dass wir den Strom nutzen durften, dass wir die Wäsche waschen durften, dass wir unsere Sachen aufarbeiten durften, dass wir unsere Zelte imprägniert haben, dass wir unsere Schuhe sauber machen konnten und imprägnieren konnten. Also wir durften hier wirklich einige Sachen machen, die wir unterwegs hätten so nicht machen können oder nur schwierig machen können. Und wir hatten halt auch die Möglichkeit, mal wandern zu gehen, Auszeiten zu nehmen in der Hütte oben auf dem Berg, der hier eigentlich vor der Tür ist, der Berg, und konnten wandern gehen bei der Trollhöhle, also einfach mal mit halbem Gepäck losfahren. Es war wirklich wunderschön. Auch mal Norwegen aus einer sehr, sehr tollen Perspektive zu sehen. Und ja, dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Das war wirklich sehr, sehr angenehm, die Zeit so zu nutzen. Klar, könnten wir jetzt noch ein bisschen hier bleiben. Ich denke, wir dürften auch unsere Sachen hier noch eine Weile lagern. So hatten wir es eigentlich auch geplant, und dann mit der Fähre von Molde dann rüberzufahren. Aber ich denke, wir müssen ja nach Afarnes oder nee, nach Andalsnes, tut mir leid, nach Andalsnes, von Andalsnes fahren wir dann nach Donbass, von Donbass dann nach Oslo und dann von Oslo aus mit der Fähre. So ist jedenfalls der Plan am Montag, den 19.06. Aber wir haben gesagt, wir fahren jetzt die 110 Kilometer bis nach Andalsnes mit Fahrrad wieder. Haben wir natürlich wieder haufenweise Höhenmeter vor uns, aber es macht nichts. Wir sind ja hier auf Radreise und freuen uns natürlich auch wieder unterwegs sein zu dürfen. Und auch wenn wir jetzt dieselbe Route nochmal fahren, ist sie trotzdem anders. Und das Wetter ist anders und ich kann unterwegs auch angeln und vielleicht wieder Dorsch fangen oder was auch immer mir da vor die Angel läuft oder schwimmt. Und wir sind wieder unterwegs, wir haben keinen Zeitdruck, wir haben jetzt noch genug Zeit, um da hinzukommen. Wir müssen also nicht immer 20 Kilometer fahren, wenn wir nicht wollen. Wir können auch mal nach 15 oder 10 Schluss machen und dann später weiterfahren, nachts oder so, wenn es nicht dunkel ist. Und das ist halt ein totales Phänomen und ich denke, das werden wir auch vermissen, weil wir dann, wenn wir zurück nach Deutschland oder in die anderen Länder fahren, wieder den ganz anderen Rhythmus schlafen oder gehen müssen und wenn es dunkel ist, müssen wir schlafen und wenn es hell ist, müssen wir aufstehen. Sowas haben wir ja vorher noch nie erlebt und es ist schon ein tolles Erlebnis, eigentlich das auch mal auf diese Art und Weise genießen zu dürfen. Und gerade jetzt kommen wir gerade erst in den Genuss eigentlich. Vorher war das, ja, haben wir auch abends geschlafen, weil wir müde waren. Aber jetzt haben wir langsam so einen Rhythmus, dass es egal ist und dass wir wirklich manchmal bis 1 jetzt hier sitzen oder auch bis 2, ja, scheißegal, die Sonne hängt schon fast wieder auf. Aber man ist nicht müde. Aber man ist nicht müde. Ja, wir sind voller Energie. Das ist total phänomenal. Schatzi war ja mal als Erste müde und hat ja immer schon gegähnt. Meine Oh. 10 ist meine Zeit so. Ja. Aber hier, man gewöhnt sich so, man ist so in diesem Flow irgendwie so drin. Ja. Und da wäre das
entschlossen haben, dass wir dann eben morgen schon starten und die längere Tour fahren, haben wir noch ein bisschen mehr davon von Norwegen. Ja. Und das ist schon gut so. Ich hoffe, die haben nicht gehört, weil Schatzi redet immer sehr, sehr leise. Gut, wir sind gespannt bei der Kontrolle. Ja, bei der Videokontrolle. Weil wir müssen ja mit dem Mikrofon, das ist ja an der Seite, muss man halt immer relativ laut reden, damit das Mikrofon einen auch versteht. Und ihr euch und ihr uns natürlich auch. Ja, also wie gesagt, morgen schlafen wir aus, ganz in Ruhe, laden nochmal eine Powerbank voll und essen nochmal eine Kleinigkeit bei unseren Gastgebern. Natürlich von unseren eigenen Sachen. Aber dann werden wir dann, ob das nachmittags ist, ob das abends, nachts ist, keine Ahnung, werden wir dann losfahren und schon mal die ersten Kilometer fahren in Richtung Zugbahnhof, wo wir hin müssen. Also sind ja noch 110 Kilometer ungefähr, 107 oder so. Je nachdem, wie oft wir irgendwo langfahren, wo wir nicht langfahren sollen, werden es wahrscheinlich um ein paar Meter mehr. Und ja, wir sind gespannt auf dieselbe Route zurück, was uns diesmal erwartet, auf jeden Fall. Diesmal sind ja die Gegebenheiten etwas besser, ist nicht so regnerisch, ist nicht so kalt und ich denke, wir haben da mehr Plätze, auch wo wir zelten können, wo wir dann nicht so an Überflutungssituationen gebunden sind. Und vielleicht überwandern wir nochmal einen Berg, weil wir ein bisschen Zeit haben, den wir noch nicht erobert haben hier in Norwegen. Wir haben ja schon fast alle Berge durch. Einmal Spaß. Aber ja, aber das ist so, denke ich mal, der Plan und die Idee. Und Entschuldigung, wir essen hier gerade noch Pellkartoffeln oder hier Folienkartoffeln, die wir bekommen haben von unseren Gastgebern. Und ja, wir haben, seit wir hier in Norwegen sind, noch nicht einmal Kartoffeln gegessen. Und ich muss sagen, wenn wir abreisen, sind wir mindestens schon einen Monat hier in Norwegen. Weil es ist eine ganze Zeit. Also wir würden gerne auch noch ein paar Monate länger bleiben, aber wir haben noch ein paar tausend Kilometer vor uns und die müssen wir erstmal meistern. Also da kommt noch genug dazwischen. Und ich denke mal, wir machen Stopp in Belgien. Weil Belgien haben wir noch nicht so oft gesehen. Eigentlich nur einmal, wo wir am Wasserfall waren. Und wir sind gespannt auf das Land Belgien. Und vielleicht mal gucken, was in den Niederlanden noch so kommt. Ich habe immer noch mit meinem Fahrrad ganz starke Probleme. Vielleicht brauche ich wirklich noch ein neues Fahrrad. Das wäre halt Niederlande denn eine Alternative. Ja. Und mal gucken, ob ich irgendwann noch ohne Anhänger fahren kann. Wäre natürlich mit einem neuen Fahrrad besser. Also nicht neu, muss es ja nicht sein, aber es muss halt gegeben sein, dass es halt mehr Gewicht aushält. Neues Fahrrad brauche ich nicht, aber es braucht halt ein Fahrrad, was halt stabiler ist, was halt nicht nur 130 Kilo tragen kann, sondern 140, 160, so bei halt der Dreh, 180 wäre natürlich super. Aber das ist so leider mein Manko mit dem Fahrrad und es hat halt ganz schön starke Probleme und man merkt halt immer wieder, gerade auch wenn man jetzt noch einkaufen war, hat das Fahrrad, hätte ich den Anhänger nicht, wäre schon längst im Eimer. Also hätte man schon längst Probleme, noch viel mehr Probleme. So geht's erstmal. Ich bin überrascht über die 1300 Kilometer, die das Fahrrad bis jetzt durchgehalten hat, bis auf ein paar Speichen und ein paar Schrauben. Aber ansonsten ist alles super im Moment. Es geht, ja, es ist okay. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht, aber morgen geht's weiter auf jeden Fall. Und wir nehmen euch wieder mal mit auf unserer Radtour. Ich mache keine Videos mehr jetzt mit der Kleinkamera, das macht keinen Sinn, weil ich kann die Videos nicht verarbeiten. Das ist viel zu aufwendig. Auch wenn jetzt die Sonne scheint, können wir zwar mehr Energie haben, mehr Energie von der Sonne abzapfen. Aber es ist einfach so energiekostenintensiv, diese Videoumarbeitung mit dieser kleinen Kamera. Bevor ich mir die angucken kann und bearbeiten und schneiden kann, ist der Akku leer. Also das ist wirklich nicht normal und nicht okay. Aufgrund der schlechten Speicherkarten wahrscheinlich ist das so. Und selber schuld, würde ich sagen. Hat mich halt nicht gut informiert. Aber so ist es als Anfänger. Wir machen alle Fehler, wir lernen daraus. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich werde mir jetzt aber im Moment auch keine neuen Speicherkarten kaufen. Ich habe die Möglichkeit, mal eine zu kaufen, die halt ein bisschen besser ist, dann werde ich mir eine kaufen und dann werde ich die halt gleichzeitig verarbeiten, aber das werde ich dann ausprobieren, wenn es soweit ist. Im Moment ist es halt so, dass ich die Kamera nicht mehr nutzen möchte, weil es halt für mich keinen Sinn macht. Muss ich halt dann leider mit dem Handy alles machen und es geht während der Fahrt natürlich nicht so gut. Aber wir werden versuchen natürlich trotzdem, das ein oder andere Bildmaterial festzuhalten, was wir auf unserer Tour erleben und freuen uns natürlich drauf, auf die Zukunft, die noch vor uns liegt. Ich hoffe, da kommen noch einige schöne Tage, auch wenn meine Gesundheit nicht immer so mitspielt, auch wenn es nicht so aussieht.
Ich sage es jetzt im Moment nicht mehr so oft, aber ist nicht immer halt so schön, wie es aussieht. Und trotzdem müssen wir durch. Also, erstmal soweit einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Morgen geht's weiter. Bye Oder bye. heute. Heute ist ja schon heute. Ist schon heute? Bye. Es ist schon heute. Also, heute geht's weiter am Schlaf 11.06. gut. Ja, schlaf gut. Um 0 Uhr. Ja. 0 Uhr in Wir Norwegen. sitzen noch ein bisschen am Feuer und Ja, gucken aufs Fjord. da ist unser Schön. Feuerchen. Und da ist unser Fjord, unser Ausblick. Ein wunderschönes Panorama. Es ist wirklich traumhaft hier. Es ist wirklich, wir genießen es total und freuen uns natürlich, hier sein zu dürfen. Ciao. Ciao, ciao.